Es ist die Folge 15 und wir sind immer noch bei den Bridgeboards. Los geht's. Als erstes wollen wir uns jetzt die dritte und letzte Möglichkeit anschauen, wie man dem Bridgeboard zu Festplattenspeicher verhelfen kann. Diese Möglichkeit ist mein persönlicher Favorit, da er genauso platzsparend ist wie ein Hardfile, dabei aber vom Speicherplatz her bis zu maximal 2 GB groß sein kann, ähnlich einer echten Festplatte. Und diese 2 GB Grenze kommt übrigens von MS-DOS und nicht von dieser speziellen Bridgeboard-Festplattenvariante. Das Ganze basiert auf der Tatsache, dass die Commodore Bridgeboards imstande sind, eine Partition, welche auf der Amiga-Festplatte existiert, für sich in Anspruch zu nehmen. Was bedeutet, dass wir keine zusätzliche Hardware brauchen. Es kommt bei der Verwendung dieser Variante sogar ein gewisser Geschwindigkeitsgewinn hinzu, welcher allerdings erst bei Verwendung einer A2386 so richtig spürbar wird. Im Netz kursieren zu dieser Methode verschiedene Anleitungen, auf die ich später kurz eingehen möchte. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie das Ganze funktioniert. Elementar wichtig für den Erfolg ist, dass ihr einen Amiga-Festplattencontroller verwendet, welcher das SCSI-Device benutzt. Vergewissert euch dessen, indem ihr per Rechtsklick in die Informationen der HD-Toolbox hineingeht und dort nachschaut, ob dort das SCSI-Device steht. Falls nicht, könnt ihr die Chose gleich vergessen. Das ist auch schon eine der Krücken bei dieser Sache. In meinem anderen Amiga 2000 habe ich eine, sagen wir mal, leicht dekadente Turbokarte drin. Eine Blizzard 2060. Yeah. Das Ding ist super für wirklich alles. Nur nicht für diese Variante. Was musste ich also machen? Ich brauchte einen zusätzlichen Amiga Festplattencontroller, welcher das SCSI-Device benutzt. In dem Fall habe ich einen Butterflash Phoenix verwendet. Da wir aber in diesem Amiga 2000 hier allerdings einen A2091 Controller verbaut haben, haben wir dieses Problem nicht, denn er benutzt das SCSI-Device und ist damit bestens geeignet. Zur Vorbereitung braucht ihr aus dem AmiNet die neueste Version von DOS-Surf. Es ist Bestandteil des Paketes janustools.lha. Ladet die Datei also herunter und transferiert sie auf euren Amiga. Ich habe das hier wieder mit der klassischen Nullmodem-Verbindung und Amiga Explorer gemacht. Entpackt das Paket auf dem Amiga und kopiert die Datei DOS-Surf in den PC-Ordner und hier nach Services. Ob die ganze Aktion bei euch überhaupt notwendig ist, könnt ihr in den Informationen von DOS-Surf prüfen. Die Version muss mindestens vom Juni 1994 sein. Als wir unseren Amiga 2000 mit einer Festplatte ausgestattet haben, habe ich darauf hingewiesen, dass wir beim Partitionieren entweder etwas Speicherplatz freilassen oder eine Amiga-Partition anlegen, von der wir uns später wieder schmerzfrei trennen können. Jetzt ist es soweit. Da wir nun mit den Partitionen der Festplatte hantieren werden, sei euch hier unbedingt zunächst zu einem Platten-Backup geraten. Wenn in den folgenden Schritten etwas schief geht, habt ihr so die Möglichkeit, alles wiederherzustellen. Ruft die HD-Toolbox auf, erstellt eine neue Partition aus dem noch freien Speicher oder löscht gegebenenfalls erst eine vorhandene Partition. Die darauf vorhandenen Dateien gehen natürlich verloren. Und es sollte sich auch von selbst verstehen, dass ihr nicht eure Amiga-Boot-Partition killt, denn sonst geht gar nichts mehr. Logisch, ne? Lasst aber bitte eure anderen Amiga-Partitionen hier in Ruhe. Nicht herumschieben, nichts an der Größe ändern. Jede Veränderung, die ihr hier durchführt, wird die Partition zwangsweise killen. Also wirklich nur den freien Speicher konfigurieren bzw. eine Partition löschen und darauf eine neue erstellen. Und Finger weg von den anderen. In meinem Beispiel hier muss die Amiga-Partition DH2 sterben per Delete Partition. An gleicher Stelle erstellen wir nun eine neue Partition und verpassen ihr einen Namen. Bezeichnenderweise taufe ich das Kind hier auf den Namen DOS.
Die Partition darf nicht bootbar sein, also hier kein Haken setzen. Unter Advanced Options gehen wir nun auf den Button Change und ändern das Filesystem nach Custom Filesystem. Jetzt können wir den Identifier verändern. Hier tragen wir den Wert 0 mal 4D 5 3 4 8 0 0 ein. Es muss exakt dieser Wert sein. Wir bestätigen das Ganze mit 2 mal OK und sagen dann Save Changes to Drive. Den Hinweis, dass DH2 jetzt an den Galgen geliefert wird, quittieren wir mit einem Klick auf Continue. Per Klick auf Exit werden wir nun zu einem Reboot des Amiga-Systems aufgefordert. Und wir folgen dieser höflich formulierten Bitte. Nach dem Neustart existiert mein Laufwerk Temp, also DH2, nicht mehr. Jetzt editieren wir die Datei aboot.ctrl, um dem Bridgeport mitzuteilen, wo es nun seine Festplatte finden kann. Wir tragen hier die Laufwerksbezeichnung der neuen Partition ein, also DOS-Doppelpunkt. Auch hier wieder keinen Zeilenvorschub mit Return bzw. Enter einfügen. Datei speichern mit Escape und X und das System wieder neu starten. Wenn alles geklappt hat, meckert das Bridgeport nun beim Hochfahren, dass kein System vorhanden ist. Also muss nun wieder ein Betriebssystem drauf und ich nutze hierfür nach wie vor das olle MS-DOS 6.22. Die Installation an sich verläuft genauso wie bei den anderen Festplattenoptionen. Und auf diese Meldung hier müsst ihr achten. Nicht zugeordneter Speicherplatz konfigurieren. Bei der erstmaligen Einrichtung einer Partition für MS-DOS spielt dies weniger eine Rolle. Aber wenn ihr das Ganze mal neu aufsetzen wollt, dann kann es ein paar Stolpersteine geben. Dazu später mehr. Ist die Installation durchgelaufen, startet das Bridgeport in die Partition hinein und euch steht nun der volle Speicherplatz der Partition zur Verfügung, in meinem Falle hier über 500 MB. Das ist ordentlich. Hier nochmal der direkte Geschwindigkeitsvergleich beim Booten. Oben die echte Festplatte mit eigenem Controller, darunter die Hardfile-Lösung und unten die eben gezeigte Lösung mit der Partition auf der Amiga-Festplatte. Wie gesagt, der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem Hardfile ist bei der A2286 eher gering, bei Verwendung einer A2386 aber deutlich spürbar. Wobei zur Ehrerrettung der A2386 gesagt sein muss, dass unter ihr auch die Hardfiles etwas schneller laufen. Die A2088 habe ich in diesem Zusammenhang nicht auf Speed getestet. Die drei Methoden sind alle auch bei ihr einsetzbar, aber ich persönlich habe eine Abneigung gegen diese fürchterlich lahme Kröte. Das ist nicht meins. Hier ein paar Lese-Schreibgeschwindigkeiten nebeneinander gestellt. Die Werte wurden ermittelt mit Axel Follies PC-Benchmark-Programm von 1998 und anhand der reinen Zahlen könnte man nun meinen, dass die Partitionslösung genauso lahm wäre wie das Hardfile. Stimmt aber nicht ganz. Hundefelsen 4C läuft ohne zu ruckeln und der Bootvorgang, haben wir ja eben gesehen, geht schneller vonstatten. Für was man sich am Ende entscheidet, ist Geschmackssache. Der Blind German ist ein glühender Verfechter der Hardfiles.
Die haben ja auch was für sich. Sie sind schnell und einfach angelegt. Man kann sie super einfach bei Datensicherungen handeln, einfach die Hardfile-Datei kopieren und gut ist es. Und man kann davon so viele anlegen, wie man braucht, beziehungsweise wie man Speicher auf der Amiga-Platte hat. Und das ist auch der Nachteil, denn 32 MB pro Hardfile sind maximal möglich. Und das ist ziemlich wenig. Und dann ist der ganze Kram auch noch verdammt lahm. Die Festplattenlösung ist freilich der absolute Champion in Sachen Speed. Da macht dir keiner was vor. Man muss jedoch einen ISA-Steckplatz für den Plattencontroller opfern und bei der A2286 hat man das Malheur mit den starr vorgegebenen Plattengeometrien im BIOS. Also entweder man lässt sich hier auf einen Kapazitätsverlust der Platte ein oder man muss einen Plattencontroller mit eigenem BIOS verwenden. Und es kommt noch das allgemeine Platzproblem im Amiga hinzu. Die Lösung mit der Partition macht in Sachen verfügbarer Speicherplatz und Raumnot im Amiga-Gehäuse keinen Kummer. Aber sie verlangt eben unbedingt nach dem SCSI-Device und ist natürlich auch deutlich langsamer als eine exklusive ISA-Festplatte für das Bridgeboard. Das waren sie, die drei Möglichkeiten, dem Bridgeboard eine Festplatte zu verpassen. Und nun versuche ich mal, euch etwas die Angst zu nehmen. Also vielleicht gerade nochmal zur Klarstellung bei Hundefelsen 4C. Ruckelfrei läuft das natürlich unter dem 286er nicht wirklich. Was ich damit meinte, waren die Nachladeverzögerungen, welche beim ungepufferten Hardfile der Fall sind. Die sind bei der Partition nicht da. Zum Thema Amiga-Partition für das Bridgeboard nutzen gibt es im Netz einige Anleitungen. Bei den meisten davon ist oftmals die Rede von dem Amiga-Begriff RDB, Rigid Disk Block, und dem PC-MS-DOS-Begriff MBR, Master Boot Record. Vereinfacht ausgedrückt sind beides funktionskritische Tabellen, welche Informationen wie Festplattengröße, Größe und Position der Partitionen und die verwendeten Dateisysteme enthalten. Ohne diese Tabellen ist sowohl beim Amiga als auch beim PC eine Festplatte nicht bootbar. RDB als auch MBR stehen normalerweise ganz am Anfang einer Festplatte, im sogenannten Block 0. Der RDB des Amiga kann hier stehen, muss es nicht zwangsweise, wohingegen der MBR des PC-MS-DOS-Systems unbedingt hier stehen muss. Legt man also jetzt eine MS-DOS-Partition ganz am Anfang einer Amiga-Festplatte an, passiert beim Installieren des PC-Betriebssystems das Unvermeidliche. Der RDB des Amiga, welcher ja schon in Block 0 steht, wird gnadenlos vom MBR überschrieben. Die Folge? Der Amiga bootet nicht mehr und ihr bekommt stattdessen den Kickstart-Screen angezeigt. In dem vorhin gezeigten Beispiel geschieht dies nicht, da die für MS-DOS zu verwendende Partition nicht am Anfang der Amiga-Platte liegt. Das Bridgeboard oder der PC denkt also, dass der erste Block der ihm zugewiesenen Partition der Block 0 einer gesamten Festplatte wäre und schreibt entsprechend dort seinen MBR hinein. Der RDB des Amiga bleibt unbehelligt und somit ist der Amiga noch bootfähig. Man muss allerdings wissen, dass der MBR ziemlich widerstandsfähig ist. Wenn man also mal seine PC-Partition verändern möchte, vergrößern oder verkleinern zum Beispiel, so muss man unbedingt die bestehende Partition löschen, am besten mit einer neuen Amiga-Partition erstmal überschreiben, diese mit dem Amiga formatieren und danach erstmal wieder löschen und die gewünschte PC-Partition neu anlegen. Tut man dies nicht, bleibt der alte MBR erhalten und bei der Installation von MS-DOS gibt es dann Probleme. Denn die Installationsroutine erkennt dann den vorhandenen MBR und weigert sich entweder die Installation fortzusetzen oder es werden verkehrte Werte in Sachen freier Speicher angezeigt. Also um es kurz zu machen, bei der Ersteinrichtung einer Amiga-Partition für das Bridgeboard achtet bitte darauf, die Partition nicht an den Anfang der Amiga-Platte zu legen und bei einer Veränderung der PC-Partition müsst ihr immer erst komplett alles platt machen, damit es keine Probleme mit dem MBR gibt. Und ein guter Hinweis, dass das Ganze geklappt hat, ist es, wenn die MS-DOS-Installationsroutine euch dann anbietet, den nicht konfigurierten Speicher zu konfigurieren. Also genau die Meldung, wo ich vorhin gesagt habe, dass ihr auf die am Anfang achten sollt.
Die Anleitungen im Netz sprechen auch oft von der Möglichkeit, den RDB des Amiga zu verschieben, damit der MBR vom PC in Block 0 gelangen kann, der Amiga aber dennoch bootfähig bleibt. Aber ganz ehrlich, ich habe das nie hingekriegt. Es ist auch sehr davon abhängig, welche Hardware man einsetzt. Der eine Amiga-Festplattencontroller kann den RDB außerhalb vom Block 0 finden, ein anderer wiederum möglicherweise nicht. Also ich würde mal sagen, lasst's bleiben. Beim Experimentieren ist mir hier verdammt viel schiefgegangen. Es hat ein paar Haare gekostet. Ihr müsst euch das nicht antun. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch nun das Programm RDB ARC aus dem Aminet, mit dem man die RDB-Informationen auslesen, sichern und in einem anderen Block wieder schreiben kann. Damit das Programm korrekt angezeigt wird, brauchen wir dazu das Magic User Interface, kurz MUI genannt. Das gibt's auch im Aminet und ihr solltet es euch sowieso installieren, denn nicht nur RDB ARC nutzt diese Workbench-Erweiterungen, sondern viele andere Programme auch. Also sucht erstmal im Aminet nach MUI38, transferiert es auf den Amiga, entpackt es und lasst die Installationsroutine durchlaufen. Bei der Installation von MUI gibt's eigentlich nichts Besonderes zu beachten. Ihr könnt sämtliche getroffenen Voreinstellungen genauso lassen, wie sie sind. Klickt euch einfach durch. Wenn ihr natürlich der Meinung seid, dass das Programm in ein anderes Verzeichnis sollte, naja, mein Gott, ihr wisst ja mittlerweile, wie das funktioniert. Wenn alles fertig ist, startet euren Amiga neu. Wenn ihr RDB ARC auf den Amiga übertragen, entpackt und zum ersten Mal gestartet habt, kann es sehr gut möglich sein, dass diese Fehlermeldung auftaucht. Das liegt einfach daran, dass RDB ARC normalerweise so eingestellt ist, dass es auf dem SCSI-Device nach der Unit, also der ID-Nummer 0, sucht. Damit das Programm den RDB auf der Festplatte überhaupt auslesen kann, müssen wir erstmal in die Preferences hineingehen und hier die korrekte ID-Nummer eurer Festplatte auswählen. Bei mir ist es noch die Nummer 6. Warum noch? Dazu komme ich später nochmal kurz. Hier sagen wir dann Save Tooltypes und Reopen Device. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in das erste Menü und sagen Read RDB, bekommen wir die RDB-Informationen von dieser Festplatte angezeigt. Wir sehen hier die Plattengröße insgesamt, wir sehen Informationen über die Partitionen, die auf der Festplatte existieren und unter anderem auch die Informationen darüber, welches Filesystem hierauf läuft. Mit Save File könnte man den RDB sichern auf eine Diskette oder eine Festplatte. Und mit Loadfile, wer hätte das gedacht, kann man später, wenn man mal Schaden angerichtet hat, den RDB wieder zurückladen und dann mit Write RDB zurückschreiben auf die Festplatte. Wohin man dann den RDB schreibt, das kann man wiederum in den Preferences auswählen. Hier kann man unter Block auswählen, ob man 0, 1 oder einen anderen Block haben möchte. Und genau das wäre jetzt die Stelle, wo man sagen könnte, den Amiga RDB in Block 1 schreiben, damit in Block 0 der MBR von DOS installiert werden kann, weil man unbedingt der Meinung ist, dass die DOS-Partition am Anfang der Amiga-Festplatte sein sollte. Nee. Das allerdings jetzt nur rein zur Information. Wenn ihr auf einen alten Mann hören wollt, dann lasst ihr da die Finger davon. Ach übrigens, ein klarer Indikator dafür, dass die MUI-Installation nicht geklappt hat oder dass MUI nicht richtig ausgeführt wird, das sind diese Reiter, die man hier oben sieht. Wenn die nicht angezeigt werden, dann ist mit der MUI-Installation irgendwas nicht so ganz gerade ausgelaufen. Es gibt die Amiga Janus Tools, die haben wir jetzt schon etwas kennengelernt, und es gibt auch für die PC-Seite Janus Tools. Ha, die sogenannten PC Janus Tools. So haben damals die Originaldisketten ausgesehen, ja, so sehen sie immer noch aus, und den Inhalt dieser PC Janus Tools Diskette im Aminet habe ich es nicht gefunden. Aber im Netz werdet ihr mit Sicherheit fündig werden, und wer nett nachfragt, dem wird vielleicht sogar etwas schneller geholfen.
Wir schauen uns jetzt mal ein paar der Janus-Tools genauer an. Da gäbe es als erstes zum Beispiel eine veränderte Variante der keyboard.sys-Datei sowie der keep.com-Datei. Das sind spezielle Keyboard-Treiber-Versionen für das Bridgeboard, welche zum Beispiel den Backslash dorthin bringen, wo er auch auf der Amiga-Taste ausgewiesen wird. Vorher liegt der Backslash hier und nachdem man die Originalversionen von keyboard.sys und keep.com durch die Versionen der PC Janus Tools ersetzt hat, dann ist der Backslash genau da, wo er sein soll. Was man allerdings beachten muss, wenn man eine andere Version als MS-DOS 5.0 verwendet, man muss das Programm Zver einsetzen, um dem System vorzugaukeln, dass diese beiden Dateien unter DOS 5 laufen. Andernfalls bekommt man beim Booten angezeigt Incorrect DOS Version. Dazu müssen wir einmalig eingeben Zver, dahinter keep.com 5.00 und das gleiche nochmal für die keyboard.sys-Datei. Also bevor ihr das Ganze stumpf drüber kopiert, wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn man die Originaldateien sichert. Damit ist in der Versionstabelle nun gespeichert, dass wenn diese Dateien aufgerufen werden, entsprechend DOS 5 vorgegaukelt werden soll. Damit das Ganze aber auch immer stattfindet, muss das Programm Zver in die Config-Sys-Datei eingetragen werden, damit bei jedem Booten die Versionstabelle auch berücksichtigt wird. Um zu kontrollieren, ob alles glatt gelaufen ist, drückt nach einem Neustart einfach mal auf die Taste und schaut, ob da ein Backslash kommt oder nicht. Das nächste kleine Janus-Tool nennt sich A-Time und ja, ratet mal, es hat was mit Zeit zu tun. Wenn wir A-Time ausführen, was passiert dann? Wow, der helle Wahnsinn! Das Programm holt sich vom Amiga die Systemzeit und benutzt diese als Systemzeit für das Bridgeboard. Denn es ist schön, so hat man auf beiden Systemen die gleiche falsche Uhrzeit. Also jetzt hier bei diesem Amiga 2000. Hier habe ich ja den Akku entfernt, deswegen lebt der A2000 permanent in der Vergangenheit. Und eigentlich ist es verkehrte Welt, denn auf dem Bridgeboard habe ich ja einen neuen Dallas-Uhrenchip eingesetzt. Also macht's hier in diesem Zusammenhang nicht viel Sinn. Natürlich kann man A-Time in der Auto-Exec-Bat einsetzen, damit bei jedem Starten des Bridgeboards automatisch die Zeit des Amiga übernommen wird. Das Programm wird einmalig ausgeführt und ist nicht speicherresistent. Ratet mal, was passiert, wenn ihr A-Maus ausführt. Sei es entweder von der Eingabeaufforderung oder als Befehl in der Auto-Exec-Bat-Datei. Ja, es ist der helle Wahnsinn. Es ist ein Maustreiber und befähigt das Bridgeboard, eine Amiga-Maus am Joystick-Port 2 als Maus zu akzeptieren. Yay! Sei noch gleich dazu gesagt, es gibt noch zwei weitere Maustreiber mit der Endung DRV jeweils. Die braucht man, wenn man Windows 3.0 oder höher ausführen möchte. Was auf unserem A2286 ja eh nicht klappt. Wie es sich für einen Maustreiber gehört, wird er selbstverständlich in den Arbeitsspeicher geladen. Die letzten beiden Janus-Tools für diese Folge sind die simpelste Methode, wie man Dateien zwischen der Amiga-Festplatte und der PC-Festplatte hin und her transferieren kann. A-Read und A-Write. Und um das Ganze mal zu demonstrieren, habe ich da so einen Anwendungsfall etwas an den Haaren herbeigezogen. Ich habe auf meinem Alltags-Win7-PC das Spiel Xenon 2 liegen. Normalerweise würde ich jetzt hergehen und dieses Spiel auf eine Diskette kopieren, dann in das Diskettenlaufwerk des Bridgeboards einlegen und runterkopieren auf die Festplatte. Aber nö, wir machen das jetzt mal ohne einen Datenträger per Hand zu nötigen. Ich übertrage das gepackte Spiel via Amiga Explorer und Nullmodem-Kabel zunächst auf die Amiga-Seite. Ja, das braucht schon ein bisschen Zeit. Und anschließend hole ich mir das Ganze mit dem Befehl A-Read von der Amiga-Seite rüber auf die PC-Seite. Und dieser Vorgang dauert ebenfalls recht lang. Ich arbeite hier mit Zeitraffer, ja, weil so viel Zeit haben wir hier nicht. A-Read und A-Write haben verschiedene Funktionen, die man sich anzeigen lassen kann, wenn man den Befehl ohne etwas dahinter eingibt. Wichtig sollte allerdings immer sein, beim Transferieren den Switch B zu verwenden. B steht für Binary und es ist vor allem für ausführbare Dateien wichtig. Lässt man diesen Switch weg, ich weiß nicht genau an was es liegt, aber dann kann man zum Beispiel eine EXE-Datei nicht mehr ausführen. Es geht nicht. Der Switch S ist auch noch sehr interessant, damit kann man komplette Unterverzeichnisse mitkopieren
Und was auch noch ganz schön ist, man kann mit Platzhaltern arbeiten. Die zu verwendende Syntax bei A-Write ist genau andersherum. Man gibt ein A-Write, welche Datei von wo auf der PC-Seite kopiert werden soll und danach das Ziel auf der Amiga-Seite. Auch hier wieder den Switch B dahinter setzen. Das letzte Thema für diese Folge hat mit dem Bridgeboard nichts zu tun, sondern mit dem Plattencontroller A2091, welcher in unserem Amiga 2000 hier ja verbaut ist. Das, was ihr hier jetzt seht, ist etwas, was ich bislang immer herausgeschnitten habe, weil es mir irgendwie unangenehm war. Ja, ich geb's zu, ich habe euch betrogen, was die Bootzeit des A2000 angeht. Die A2091 blinkte nämlich die ganze Zeit über 20 Sekunden direkt nach dem Einschalten lustig vor sich hin, bevor sie dann irgendwann mal die Festplatte gefunden hat und dann gebootet hat. Das war etwas, was mich wirklich genervt hat und ich bin damit alleine nicht weitergekommen. Aber man muss ja nicht unbedingt alleine alles hinkriegen, wenn man so eine super Community hat. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die A1K Forums-User RetroStyle, Thomas, Peter Lustig, Matze, Che, Lemmy, Stumpi, Ralf und PowerPC. Die haben mir nämlich zwei Tricks verraten, wie man die Bootzeit ganz schnell wieder normal hinkriegt. Bis jetzt war meine Festplatte mit der SCSI-ID 6 versehen und mein CD-ROM-Laufwerk mit der SCSI-ID 2. Die Festplatte sollte idealerweise eine kleinere Nummer haben als das CD-Laufwerk, also habe ich die ID der Festplatte auf 0 gesetzt. Das hat allerdings alleine noch nicht geholfen. Den Ausschlag gegeben hat ein kleines Programm, welches man im Aminet bekommt. Es nennt sich RDB Flags. Mit diesem Programm kann man einiges anstellen und das Wichtigste, was hier ausschlaggebend war, war das Setzen des Attributs Last Disk. Das Ganze funktioniert rein über die Shell-Eingabe. Es gibt kein grafisches Benutzerinterface. Man muss nur eingeben RDB Flags Unit, dahinter die ID-Nummer des gewünschten Laufwerks und anschließend Last Disk. Enter drücken, die Datei wird gespeichert und siehe da, die Bootzeit ist deutlich verkürzt worden. Vielleicht war ich der Einzige, der sich so blöd angestellt hat, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, der ein oder andere kann etwas mit dieser Information anfangen. Mich hat's jedenfalls tierisch gefreut. Zum Schluss sei aber noch gesagt, mit RDB Flex schreibt man auch wieder im RDB herum. Damit kann man sich also auch wieder einiges versauen. Vorher vielleicht zweimal nachschauen, bevor man da einen Befehl reinhackt, denn das Programm fragt nicht lange, es macht sofort. Jo, und mit dieser wunderbaren Geschichte wären wir am Ende dieser Folge. Entgegen meiner letzten Ansage sind wir jetzt nicht zu dem Thema Netzwerk gekommen. In der nächsten Folge wird es aber auf jeden Fall soweit sein. Es ist einfach wichtig, dass wir das Ganze Schritt für Schritt durchgehen, damit es am Schluss keine Lücken im Gesamtablauf gibt. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass ich immer mehr gewisse Grundschritte voraussetze und naja, das muss irgendwo auch sein, weil ich kann nicht jedes Mal aufs Neue erklären, wie das mit dem Amiga Explorer funktioniert, wie das mit dem Nullmodem-Kabel funktioniert und so weiter. Dann schaut euch einfach die älteren Folgen an, wo das entsprechend erklärt wird. Oder ihr schaut, wie gehabt, in die entsprechenden Foren hinein. Da wird euch selbstverständlich hinreichend geholfen. Ich habe vor, die nächsten zwei Folgen noch zum Thema Bridgeboard zu machen. Final abgeschlossen ist das Thema damit dann noch lange nicht. Allerdings hängt es mir schon so ganz langsam zum Hals raus. Und deswegen sehe ich zu, dass ich da jetzt einigermaßen einen ordentlichen Abschluss hinbekomme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentare als auch E-Mails sind immer gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.